Guck mal hier, auf diesem 68 Euro teuren Raspi 5 laufen PlayStation 2, GameCube und Wii-Spiele. Außerdem ein vollständiges Ubuntu Linux, so richtig mit Animationen und allem drum und dran. Und ich kann den jetzt per Knopfdruck einschalten. Oh mein Gott. Es gibt nämlich zum ersten Mal einen Einschaltknopf. Ich dreh durch. Ja, der Raspi 5 hat jetzt einen Einschaltknopf. In diesem Video gucke ich mir mal genauer an, wie sich der Kleinstrechner Raspberry Pi 5 so in der Praxis schlägt, ob sich das Ding als Arbeitsplatzrechner eignet oder als Spielkonsole und natürlich, was nervt im Moment noch. Ich habe den Raspi 5 eine Woche lang jeden Tag im Einsatz gehabt. Liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei Dieses Video wird gesponsert von S2 Software. S2 ist ein führendes Unternehmen im Bereich gebrauchter Softwarelizenzen von Microsoft und sucht Reseller. Das Besondere bei S2, ihr seid rechtlich 100% auf der sicheren Seite, denn alle Lizenzen sind rechtskonform und auditsicher dokumentiert. Das bedeutet Sicherheit nicht nur für dich, sondern natürlich auch für deine Kunden. Mehrere tausend Softwarelizenzen sind bei S2 ab sofort verfügbar. Also, wenn ihr gebrauchte Softwarelizenzen mit bis zu 72% Einsparpotenzial im Vergleich zum Neupreis verkaufen wollt, schaut mal bei S2 vorbei. Der Link ist in der Beschreibung. Werbung Ende. Ja, wir hatten ja schon zur Veröffentlichung des Raspberry Pi 5 ein Video gemacht und ich hatte euch da ja versprochen, dass wir uns nochmal tiefer in den Raspi 5 reinknien. Das habe ich auf jeden Fall gemacht und nicht nur eine ganze Woche auf dem Raspi 5 als Hauptrechner gearbeitet, sondern auch schön gespielt. Raspis gelten ja schon seit Jahren als ziemlich praktische Emulationsspielkonsole. Damit fange ich jetzt mal direkt an. Es gibt nämlich seit kurzem eine offizielle Raspi 5 Version meiner Lieblingsspiele-Emulation Linux-Distribution Batu Serra. Zu Batu Serra hatten wir schon mal ein Video gemacht. Das Raspi 5 Batu ist noch Beta. Es wird also auf jeden Fall noch ein paar Wochen oder Monate dauern, bis alles richtig durchoptimiert ist. Von der auch sehr populären Emulationsdistri RetroPie gibt es übrigens noch keine Raspi 5 Version. Die soll aber auch demnächst kommen. Die Batu Serra Beta funktioniert erstmal absolut problemlos. Hat man das Installationsimage auf microSD oder USB-Datenträger mit dem Raspberry Pi Imager kopiert, bootet der Raspi in Sekundenschnelle hoch, also wirklich schnell. Und natürlich funktionieren alle 8- und 16-Bit-Systeme problemlos. Das war aber ja auch schon beim Raspi 4 der Fall. Interessant wird's ab der 3D-Ära, also Nintendo 64, Sega Dreamcast, PlayStation 2, GameCube. Ja, der Raspi 4 konnte Dreamcast auch schon ganz okay und auch viele Nintendo 64-Spiele. Spiele klappen da schon flüssig, aber eben nicht alle. Das ist beim Raspi 5 jetzt anders. Hier laufen auch N24-Problemkandidaten wie GoldenEye und Dreamcast auch. Das macht der Raspi auf der linken Pobacke. Guck mal hier, Crazy Taxi mit 60 FPS und der Raspi 5 so. Aber was auf dem Raspi 4 definitiv nicht ging, PlayStation 2. Auf dem Raspi 5 aber jetzt schon, also zumindest in Ansätzen. Richtig spielbar ist das allerdings noch nicht, aber wie gesagt, die Batu Serra Beta ist auch noch nicht optimiert. So sieht zum Beispiel GTA San Andreas auf dem Raspi 5 zurzeit aus. Besser klappt es jetzt schon mit Nintendo GameCube, da würde ich sagen, dass da viele Titel definitiv spielbar sind. Wir haben hier übrigens extra das Bild verdeckt, weil Nintendo immer gerne mal eine Welle macht, wenn hier auf YouTube Emulation gezeigt wird, ja. Ja, und kurz vorm Aufnehmen dieses Videos ist mir aufgefallen, sogar Nintendo Wii lässt sich einigermaßen gut emulieren. Also, Emulation definitiv jetzt schon besser als beim Raspi 4. Und da wird noch einiges kommen. Ah ja, was sicherlich viele von euch interessiert, die Raspberry Pi Foundation empfiehlt ja einen Lüfter für den Raspi 5. Und wie verhält sich das nur in der Praxis? Da hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor, aber am Ende war ich dann sehr positiv überrascht. Obwohl ich den Raspi immer direkt neben meiner Tastatur liegen hatte, habe ich den Lüfter nicht ein einziges Mal gehört. Also außer bei Ubuntu, aber dazu später nochmal was. Auch beim Spiele emulieren habe ich den nicht gehört. Ich habe zwischendurch immer mal wieder den Gehäusedeckel abgemacht, um zu gucken, ob der sich überhaupt dreht. Aber ja, drehte sich meistens, aber halt unhörbar. Ich würde also auf jeden Fall empfehlen, den Lüfter für ungefähr 6 Euro dazu zu kaufen. Ihr müsst jetzt auch nicht sonderlich Angst haben, dass ihr euren Chip durchschmort, denn wenn das Raspi SoC bei hoher Last 80 Grad warm wird, taktet es sich einfach runter. Dieses sogenannte Throttling sorgt dafür, dass man den Raspi auch ohne Lüfter nicht kaputt kriegt. Aber klar, das kostet natürlich Leistung. Wenn ihr also nicht wollt, dass euer Rechner runtertaktet, dann doch lieber den Lüfter benutzen.
benutzen. Ganz konkret brachte der Lüfter bei unseren Messungen im Benchmark Geekbench bis zu 11% mehr Leistung. Ja, und wie ist der Raspberry 5 jetzt als Alltagsrechner? Ich muss sagen, dass ich zuerst das offizielle Standardbetriebssystem Raspberry Pi OS benutzt habe, was früher Raspbian hieß. Ja, okay, das kann man benutzen für Alltagszeug, aber das war ja beim Raspi 4 auch schon so. Also klar, Internetseiten bauen sich beim 5er Raspi viel schneller auf, die Gesamtschwupptizität ist höher, aber wenn wir mal ehrlich sind, Raspberry Pi OS läuft zwar stabil und macht, was es soll, aber es ist auch nicht sonderlich schön und komfortabel halt auch nicht. Also zum Beispiel fehlt die von mir ständig verwendete Snap-In-Funktion, mit der man Fenster automatisch auf die Hälfte oder ein Viertel des Bildschirms einrasten lassen kann. Okay, kann ich mit leben, aber was mich echt richtig genervt hat, die hässliche Textdarstellung von meinem Lieblings-E-Mail-Programm Thunderbird und der absolut unübersichtliche App Store, also die grafische Oberfläche zum Installieren von Programmen. Nee, also das ist wirklich nicht mehr zeitgemäß. Und es fehlen halt auch etliche Programme in den Paketquellen, also ich konnte vieles gar nicht installieren. Deshalb habe ich mal Ubuntu ausprobiert. Das gibt es nämlich auch nativ für den Raspberry Pi. Das kann man direkt mit dem Raspberry Pi Imager installieren, muss man nicht mal manuell runterladen. Und wow, was für ein Unterschied. Das ist wirklich die echte Ubuntu GNOME Desktop-Umgebung, also ohne irgendwelche Kompromisse. So sieht ein moderner Desktop aus. Alles bewegt sich so schön wobbelig und hier funktioniert auch das Einrasten von Fenstern. Also super. Außerdem, das Anwendungszentrum ist viel übersichtlicher als bei Raspberry Pi OS und hat auch viel mehr Software zur Auswahl. Ihr müsst allerdings im Hinterkopf haben, dass wir hier auf ARM-Architektur unterwegs sind, nicht auf x64. Das heißt, dass das Softwareangebot auf normalen PCs natürlich nochmal besser ist. Aber was man so im Alltag braucht, das findet man auch hier. Leider hat das Raspberry 5 Ubuntu zurzeit noch einen fetten Bug. Wenn ihr den Lüfter verwendet, dreht der unter Ubuntu immer mit vollen Umdrehungen, was richtig laut ist. 1,5 Zone haben wir im CT-Testlabor gemessen. Mit diesen Befehlen hier, findet ihr auch in der Beschreibung, könnt ihr den Lüfter wieder auf die unhörbare Stufe 1 schalten. Ja, also generell hat mir das richtig Spaß gemacht, den Raspberry 5 mit Ubuntu als Alltagsmaschine zu verwenden. Ging echt alles super, also zum Beispiel auch irgendwelche Tonaufnahmen, mein USB-Audio-Interface wurde problemlos erkannt, Videokonferenzen mit Teams, auch prima. Das Einzige, und das ist jetzt natürlich blöd als YouTuber, YouTube ruckelt ab den 80p, vor allem bei Videos mit 60 Bildern pro Sekunde. Beim häufiger gebräuchlichen 30 FPS-Standard geht es so gerade eben, würde ich sagen. Ein paar Frames werden hier aber auch noch gedroppt. Das sieht man, wenn man mal mit rechtsklick die lustige YouTube-Funktion Statistik für Interessierte anklickt. Richtig safe klappt es leider nur mit 720p. Das ist schade und liegt halt daran, dass der Raspberry ganz wenige Hardware-Videodecoder eingebaut hat. VP9, das ist der Codec, den YouTube zurzeit primär verwendet, hat er zum Beispiel nicht, H.264 und WebM auch nicht. Genau genommen gibt es nur einen Hardware-Videodecoder und das ist H.265. Das ist ein populärer Codec für 4K-Videos, das heißt, wenn ihr den Raspberry als Wohnzimmer-Player mit Kodi oder so verwenden wollt, dann solltet ihr keine Probleme haben. Und wenn der Raspberry 5 nichts anderes macht, als Videos abzuspielen, dann reicht auch die reine CPU-Leistung für das ruckelfreie Abspielen mit nicht Hardware-unterstützten Codec. Aber halt im Browser, in YouTube, ja, da sind halt auch noch viele andere Dinge zu tun und da kommt der Raspberry dann an seine Grenzen. Komplett ruckelfrei in 1080p60 habe ich YouTube nicht zum Laufen bekommen, also auch nicht mit so Workarounds wie Embedded YouTube-Seite oder Abspielen in VLC. Aber wie gesagt, als reiner Medienspieler, also ohne dass da ein Desktop mit Browser und so noch dazu läuft, funktionieren die gebräuchlichen Videoformate ruckelfrei. Wichtige Sachen noch. Wenn ihr viel auf dem Desktop machen wollt, dann nutzt als Systemdatenträger keine MicroSD. Schaut mal hier, das sind meine Messwerte mit Raspberry Pi OS auf MicroSD. 88 MB pro Sekunde lesen, 32 MB pro Sekunde schreiben. Und das hier ist eine USB-SSD. 360 lesen, 252 schreiben. Das ist also ein riesen Unterschied. Und ja, der Raspberry 5 bootet auf Wunsch auch von USB-Datenträgern. Noch eleganter ist natürlich eine ins Gehäuse eingebaute NVMe SSD. Die unterstützt der Raspberry 5 theoretisch auch, aber dafür braucht man noch so ein Adapterboard, das wir bislang noch nicht testen konnten. Mein Fazit. Also, der Raspberry 5 ist ein super spaßiger Computer, vor allem wenn man die klitzekleine Größe und die Leistungsaufnahme von nur 3 Watt im Idle und 9 Watt bei Volllast bedenkt. Aber die große Frage, die ihr auch immer in den Kommentaren stellt, warum sollte man sich im Jahr 2023 überhaupt einen Raspberry 5 kaufen und beispielsweise keinen gebrauchten Thin Client? Schließlich kommen zum Platinpreis von 68 Euro für einen Raspberry 5 mit 4 GB RAM auf jeden Fall noch 13 Euro für ziemlich spezielle Netzteile dazu und bei den meisten wohl auch noch
noch Gehäuse, Lüfter, Micro-HDMI-Kabel und Systemdatenträger. Da ist man dann ganz schnell deutlich über 100 Euro und für den Preis kriegt man gebraucht einen viel leistungsfähigeren Thin-Client. Ja, und hinzu kommt noch, während ich das hier aufnehme, gibt es in der gesamten deutschsprachigen Welt keinen einzigen lieferbaren Raspi 5. Dennoch sprechen natürlich schon ein paar Sachen für den Raspi. Er hat zum Beispiel GPIO-Pins und damit die Möglichkeit, mit euren Hardware-Basteleien Kontakt aufzunehmen. Das bietet euch kein normaler PC. Und weil die Community so riesig ist, gibt es für Raspis viele genau auf die Hardware zugeschnittene Softwareprojekte, wie zum Beispiel RetroPie für Spieleemulation. Da wisst ihr dann wirklich ganz genau, dass das auf eurer Hardware optimal läuft und ihr müsst nicht experimentieren. Aber für normale Desktop-Anwendungen, da seid ihr mit einem Mini-PC oder eben mit einem Thin-Client wahrscheinlich besser bedient. Schreibt gerne in die Kommentare, was eurer Meinung nach die beste Raspi-Alternative ist mit der besten Preis-Leistung. Dann machen wir dazu vielleicht auch mal ein Video. Und abonnieren natürlich gerne. Danke, tschüss.